Am 13. September sind die Kommunalwahlen in Köln. Ein wichtiger Schritt, um zu entscheiden, welche Richtung Köln nehmen soll. Ich wünsche mir eine weltoffene, vielfältige und tolerante Stadt, in der wir Probleme pragmatisch lösen. Ohne Denkverbote, ohne Ideologien. Wie organisieren wir Bildung in der digitalen Gesellschaft? Wie bekommen wir die Wirtschaft wieder in Schwung? Wie lösen wir die Mobilitätsfrage? Und besonders hier in Ehrenfeld fragen wir uns, wie schaffen wir genug bezahlbaren Wohnraum? Wir müssen Bildung digitaler machen. In allen Schulen brauchen wir leistungsstarkes WLAN, vernünftige Endgeräte und Fachleute für den IT-Service. Sozusagen einen digitalen Hausmeister an jeder Schule. Wir müssen die Wirtschaft stärken. Lokaler Handel, Gastro, Kultur, Handwerk, Industrie, alles muss wieder in Schwung kommen. Zum Beispiel durch mehr verkaufsoffene Sonntage. Wir müssen das Verkehrsangebot verbessern. Etwa durch eine höhere Taktung bei Bussen und Bahnen und durch den Ausbau der Radwege. Die Fendorfer Straße könnte in eine Fahrradstraße umgewandelt werden und das Verkehrschaos könnte endlich beseitigt werden. Und wir müssen mehr und schneller bauen. Dazu brauchen wir die digitale Bauakte und beschleunigte Verfahren, damit Genehmigen nicht länger dauert als Bauen. Wer Köln liebt, macht es besser.